Bauer Hermann, wer ist denn Bauer Hermann? Diese Kacke, du, ja. Das ist so die größte Kacke aller Zeiten. Bauer Hermann, best vor 5 Jahren. Zusammenfassung der besten Sprüche. Okay, dann gucken wir doch mal rein. So, Bauer Hermann jetzt. Oh! Hör auf hier! Hermann und das liebe Leck Vieh. Leck mir am Arsch, geh raus hier! Oh, das ist schwer. Bauer Hermann Völksen ist spät dran. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Man muss ja, er wird ja die ganze Zeit von seiner Kuh getreten. Die sind schön fett, ne? Kurz frisch machen und dann los. Ja, richtig so. Der 72-Jährige ist der letzte Bauer von Hannover. 72 Jahre? Jetzt geh ich erst mal Kaffee trinken. Der sieht aber noch ganz fit aus für 72, ne? Oh, Hermanns Schwester Kerle? Hildegard wartet schon. Ah, nee, du kommst Schwester. Aber auch nicht in die Pötte, ne? Ach. Ich hab dir hier 2 Brötchen gemacht, die nimmst du wieder mit. Willst du Tee auch mitnehmen? Nein! So flott. Packst du dir ein? Willst du auch die Brötchen nicht doch mit? Schnell noch frühstücken. Ist aber ziemlich spät dran. So viel Zeit muss sein. Wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Oben. Fahr doch, Kesselstraße kannst du auch nicht fahren. Doch. Nee, die ist gesperrt. Was? Die ist gesperrt. Oh! Dieselstraße kannst Kesselstraße ist auch gesperrt? Ja, die ist auch gesperrt. Seit 5 Jahrzehnten ist Hermann nun Bauer, mitten im Stadtteil Limmer. Gut, er ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Zweimal pro Monat muss er Futter holen. Ein paar Zentner Zuckerrüben. So, los, geht's los. Ah. Auf los geht's los. Ah, bequem. Sein International 844 hat nun bald 30 Jahre auf dem Buckel. Und läuft und läuft und läuft. Scheiße. Aber meistens jedenfalls. Es hupt keiner. Ah, doch. Von allen Seiten. Junge, was für ein Stau. Einmal alles dicht. Oi. Bauer sucht Gang. Ja, Leute, fahr mal vorbei. Scheiße, wie viele Arsch da. Guck da wieder einer. Wäre ich doch den Hinterberg umgefahren. Scheiße. Jetzt nur die Nerven behalten. Komm mal, ich nur die ab! Kommt da noch was? Hermann, was ist da los? Geh doch auf die Gasium. Zieh durch. Geschafft. Hallo! Jetzt holt er die keine Rüben. Zeit für große Begrüßung. Hermann muss sich ranhalten. Hallo, mach mal hier vorne 2 und hinten 3 drauf. Grüß dich. Hier 2 drauf? Ja. Und hinten 3. Oh, okay. Junge, Hermann ist echt, der hat auch so den Charme von so einer Dampflok, Alter. Oh, Alter, die voll. Voll machen. War aber die ganz voll. Der beste Boden, der zweitbeste Boden von Deutschland hier in dieser Gegend. Dies ist der beste Boden. So nix los. Geschwisterliebe. Jeden Tag geht das so. Geht's? Oh, ja, ganze Tag diese Kugelstiefel einschießen. Ich gehe vor, Mensch. Guck dich das an. Gib dir nicht so viel mehr hin. Ab 5 Uhr früh, nichts. Mir doch die König an! Von Montag bis Sonntag im viel zu kleinen Stall. Die Träger wäre das besser. Wo Träger und Frontlader. Diese Stelle sind, das sind welche Vorkriege. Die sind so, das ist nichts. Das sind Vorkriege, ich meine, von 1896. Das sind alte Ställe. Was soll ich da noch machen mit 72? Und zack! Das ist schwer. Das ist wie Blei.
Diese Kacke, du, ja. Das ist so die größte Kacke aller Zeiten. So los. Und wieder rein da. Absolute Maschine. Der Junge, der ist 72. Da muss seine Schwester auch lachen. Bin ich auch von da 6 bis jetzt auf. Weg hier! Jetzt kriegt er gleich wieder einen mit. Kloppt mir dann besser. Jetzt kriegt er wieder einen. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich krieg noch mal einen mit. Ich bin auch ein bisschen steif. Das kommt gleich besser. Die Kühe waren wieder fleißig. Für Hermann heißt das Jauche fahren. Muss alles gemacht werden. Ein echter Drecksjob, sagt Hermann. Ich will die Jauche ja nicht so. Oh, oh Gott! Oh. Jauche fahren ist Männersache. Da lässt er sich nicht helfen. Scheiße. Auch nicht von Hildegard. Das ist ja alles daneben. Dreck. Oh. Scheiße da. Scheiße! Leck mir los! Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Die ganze Zeit, diese Scheißteil. Jetzt rein. Also ich will gar nicht wissen, Junge, wie das riecht. Alter, rein in die Olga. Junge, was ist denn da los? Alter, der ganze Hof geflutet. Aber locker. Junge, alles drin. Oh, hat er gerade dran geleckt? Da hat er doch gerade die Finger gehabt. Das ist da. So. Hopp hier hochzukommen. Das ist eine Sache für sich, du. Hermann schimpft gerne mal über Land und Leben. Aber im Grunde möchte er eigentlich nur, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Wer möchte das nicht? Oh, die sind schwer. Die sind schwer, du. Hoppa. Scheißteil ist das da. Was denn jetzt? Bleib ja kaputt da, aber da hier. Scheißteil. So, hier weg. Aua, bis er umfällt. So hängt er dran. Der krabbelt hier zwischen den Kühen rum, das würde ein normaler gar nicht machen. Das ist ein Urmensch. Und wann willst du aufhören? Von der Idee. Was? Bis ich krieche. Bis du nicht mehr kriechen kannst, ja. Was soll ich denn? Aber kannst du mal sehen, wie seine Kühe sind. Der kann da unterkrabbeln, alles. Ja, aber die eine Peter. Hat ihn noch getreten. Hau du ab. Er kennt da nichts, er hat keine Angst. 500 Mark, 6 Kühe. Viel zu teuer, hier hast du. Warte, was kostet eine Kuh? 6 Kühe, 500 Mark oder Euro? Das ist doch, das Video ist doch. Also, ich meine, die Qualität vom Video ist ein bisschen nicht ganz so gut. Aber was kostet denn so eine Kuh? Viel zu teuer, du. Ich lache mir aus. 500 Euro ist das. Für 6 Kühe? 1000 kriegst du von der Kuh. Die ergeben sie dich heute nicht. Da fehlt das doch Video, noch was. Was denn? Da hat er den Schein, hör damit! Nee. Siehst du, was hab ich gesagt? Das ist ein Knochen! Jetzt guck ich nach. Oh, warte. Warte mal, warte, bleib hier. Schlitzohr, du. Was denn? A60 war das. Ja, ist gut. Das schenke ich dir, weil du ein guter Mensch bist. Mit, das ist ja 500 Mark, sechs Kühe, du. Das ist eine halbe Kuh, Mensch. Und dann ist auch dieser Tag geschafft. Oh, Feierabend. Oh. Abendbrot unter freiem Himmel. Ein Traum. Da ist der ganze Mist vergessen. Das ist Freiheit. Ein Träumchen. Und sein Hundi auch dabei. Feierabend!